So, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie hier die Beschleunigung oder die Beschleunigungsverläufe in das AX-Diagramm einzeichnen. Für den ersten Bereich A1 gleich 0,06251 durch Sekunde zum Quadrat mal x plus 1,25 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Dieser gilt ja von 0 bis 60 Meter. Ich setze jetzt zunächst einmal 0 Meter ein, denn man sieht ganz deutlich, dass die Beschleunigung hier also nicht im Ursprung beginnt, sondern bei 1,25 Meter pro Sekunde zum Quadrat. 1,25, das ist in etwa hier. Hier beginnt also jetzt die Funktion. Dann setze ich mal den Wert 30 Meter ein. Da erhalte ich dann 3,125 Meter pro Sekunde zum Quadrat. 1, 2, 3, das ist in etwa hier. Also für 30 Meter, das hier sind 30 Meter, befindet sich die Beschleunigung bei 3,125 Meter pro Sekunde zum Quadrat und bei 60 Meter befindet sich die Beschleunigung bei 5 Meter pro Sekunde zum Quadrat, also hier. Na, das in etwa hin, dass das eine schöne Gerade wird. So, jetzt kann ich das hier miteinander verbinden und habe die Funktion der Beschleunigung für den ersten Bereich gegeben, also A1. A2 hier ist ja 0, das heißt also hier ab 60 Meter bis 150 Meter befindet sich die Beschleunigung also genau hier auf der x-Achse bei A gleich 0. Das ist also A2. Hier eine lineare Beschleunigung und hier ist die Beschleunigung 0 im zweiten Bereich, weil eben eine konstante Geschwindigkeit vorliegt. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt noch zeigen, wie man die Zeit t berechnet, bei der eben das Fahrzeug oder das Fahrrad diese 250 Meter erreicht hat. Nicht die 250 Meter, Entschuldigung, sondern diese 150 Meter. Also wir wollen hier die 150 Meter bestimmen. Das heißt also, das Fahrzeug wird ja erst hier diese lineare Geschwindigkeitsverlauf haben bis 60 Meter und dann eben mit konstanter Geschwindigkeit weiterfahren bis zu diesen 150 Metern. Und ab hier soll dann eben die Zeit bestimmt werden, die dieses Fahrzeug benötigt, um diese 150 Meter zu erreichen. Und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt in dem nächsten Schritt zeigen.